Und damit herzlich willkommen zurück zu The Evil Within, Kapitel 15, im Angesicht des Bösen. Ja, da ist er nun, mal wieder, vielleicht zum letzten Mal, dass wir hier erwachen, bevor es vielleicht eine größere Auflösung gibt. Das war ja schon wieder ein interessanter Traum. Aber ich erspare mir jetzt die Interpretation, denn ich glaube, wir sind in der nächsten Spielstunde wahrscheinlich noch viel, viel schlauer. Der Kascher oder Kascher 28 hat mich gefragt, wieso kriegst du denn gar keine Erfolge? Das liegt daran, weil ich sämtliche Mitteilungen bei der PlayStation 4 ausgeschaltet habe. Also die werden nicht angezeigt, aber ich habe natürlich welche bekommen. Ich habe daraufhin, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass auch die Trophäen nicht gezeigt werden, die Trophäen wieder aktiviert. Also die werden ab sofort gezeigt. Und der Vollständigkeit halber zeige ich euch mal, bevor wir anfangen, ganz schnell die Erfolge. Aber ihr wisst ja, also ich war noch nie ein Erfolgensammler. Trophäen heißt es ja hier. War ich noch nie, werde ich auch nie, ist mir meistens ein bisschen zu doof, das wegen Trophäen dann nochmal so perfekt zu spielen. Und wie ihr seht, 17%, obwohl wir fast mit dem Spiel durch sind, das sagt ja wohl alles. Wir gucken mal kurz, Waffe deiner Wahl, ich natürlich nur so ein paar häufige Trophäen, die wahrscheinlich jeder hat, das ist hier nichts Besonderes. Gut, da steht jetzt zwar selten, aber wenn es 33% der Leute haben, finde ich das dann auch nicht selten. Aber wie sie meinen. So, das war's dann wohl schon. Da kommt da unten nochmal eine Trophäe, die ich habe. Ja, stimmt, da kommen sogar noch ein paar. Aber auch die sind natürlich nichts Besonderes. Hier noch sind alles ja nur Bronze-Trophäen, also das ist nichts. So, das war's, oder? Ne, da unten noch. Okay. Elektrilern. Okay, gut. Also, jetzt wissen wir Bescheid wegen den Trophäen. Dann können wir jetzt weiter spielen. Starten. So, dann komme ich ja wieder in mein Spiel. Genau. Gut, legen wir also los. Wir sind ja jetzt alleine hier. Leider. Ja, ich werde jetzt... Oh, das sieht aber... verraucht und komisch aus. Ich hoffe, ich komme da überhaupt noch durch, denn ich will ja definitiv noch... Oh Gott. Ich will definitiv ja noch mein Zeug holen, was ich so brav gespart habe. Über die ganzen Kapitel hinweg. Extra für Kapitel 15, damit es da nicht so eng aussieht. Ich nehme mir das jetzt mit. Wer weiß, ob ich hier nochmal zurückkomme. Wer weiß, ob ich da überhaupt durchkomme. Ja, ne? Okay, dann ist ja alles gut. Zum ersten Mal, dass hier die Musik ist. Ach, hey. Ist hier niemand mehr? Nein, nur noch du. Nur noch du. Was gibt... Wie interpretierst du das? Red mal mit uns. Guck mal, es gibt nicht mal mehr eine neue Zeitung. Vermisstenanzeigen. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn jetzt deine eigene Vermisstenanzeige kommt, mein Freund. Und da ist... Na, das ist jemand anderes. Das ist ein vermisstes Mädchen. Kurze braune Haare, braune Augen, hört auf den Spitznamen. Okay. Die wird vermisst. So, der Stuhl, der existiert noch, das ist beruhigend. Oh, okay, hier komme ich nicht durch. Habe ich mir mal wieder nur eingebildet, dass ich da durch kann. So, da liegt ja auch nichts mehr Spannendes für mich, ne? Doch! Ein Tagebuch. Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Ermittler Phi, keine Ahnung. Sie wissen, warum Sie hier sind? Und Detective Castellanos, also Sebastian, weil Sie Ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln der KCPT durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigungen hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir sie schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie bald genug raus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig?
Fürs Erste, ja. Aber sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Eieieiei. Wenn es vorbei ist... Ruvik? Hier? Nein, Leslie. Okay, ich hau erstmal ab hier. Lasst mich noch das Zeug sammeln, okay? Bitte, bitte, bitte. Ach Gott, ey, jetzt geht hier voll die Action ab. So, ich habe ja auch noch zwei Schlüssel. Das muss genutzt werden. Okay, alles mitnehmen. Ist ja egal, was ich jetzt hier öffne. Ob er näher kommt? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, kann ich hier die Waffen noch schnell durchladen? Oder sind die schon alle durchgeladen? Ah, hier könnte ich mal Muni gebrauchen, ne? Oh Mann, was sagt er? Ich kann ihn gar nicht richtig verstehen. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen unter Hektik und Panik hier, dass das hier passiert, dass, ne? Wer hätte damit gerechnet? Die Magnum-Muni. Sehr beunruhigend, das Ganze hier. Lade ihm nur die Waffe nach, so. Genau, jetzt kannst du nämlich das noch mitnehmen. Was haben wir hier? Nimm's mit. Kann er nicht. Bin ich voll damit oder was? Nee, bist du nicht. Hopp, jetzt nimm doch das Zeug mit. So. Also wenn der jetzt gleich um die Ecke kommt, schrei ich wie ein Mädchen. Okay. Verstand verloren, sagt er, oder? Ja, das trifft ganz gut. Die Theorie habe ich ja schon lange. So, da ist nochmal Gel. So, die Schlüssel sind verbraucht. Mehr kann ich nicht öffnen. Mehr kann ich nicht mitnehmen, oder doch? Doch. So, was ist mit der Munition? Das ist die normale, ne? Bin voll, kann ich nichts mehr machen. Okay, ich bin soweit. Jetzt würde ich natürlich noch gern skillen, wenn ich überhaupt darf. Okay, der wartet anscheinend da hinten. Der kommt jetzt nicht. Mann, 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 Mann. Dann will ich nochmal speichern. Skillen und speichern. Und dann schauen wir mal, was hier noch für eine Action abgehen wird. Oh, Mann. Vielversprechend hier. Aber ich erwarte auch viel. Vom letzten finalen Kapitel. Auch wenn schon der erste DLC mittlerweile erschienen ist. Mit dem wir natürlich sofort im Anschluss weitermachen werden. Also, ne, bevor ihr nochmal und nochmal fragt. Ja, wir machen gleich im Anschluss damit weiter. Wir werden noch Spaß damit haben. So. Ja, gut, dann ein letztes Mal vielleicht skillen. Hab ja auch keine Ahnung. Ich denke mal, das letzte Kapitel wird jetzt nicht so groß sein. Also, was wollen wir denn jetzt nochmal machen? Zu guter Letzt Reserve. Mit 15.000 schade, 16.000 der Schadensmultiplikator. Mit was werde ich denn jetzt gegen Ende viel rumrennen? Wahrscheinlich mit der Magnum. Muni wird aber dann irgendwann voll leer sein. Das Kritische, ach schade, 20.000. Schade, schade, schade. Oder ich mache jetzt noch hier eine auf Reserve und kann dann noch mehr mitnehmen. Dann bin ich aber hier falsch. Weil von der normalen Muni habe ich da ja noch rumliegen. Kostet 10.000. Dafür kann ich noch deutlich mehr mitnehmen. Das ist ein gigantischer Handfeuerwaffenmunition, die zusätzlich mitgeführt werden kann. Ja, dann mache ich das jetzt. Wäre doch schade, wenn ich das andere da liegen lassen sollte. Ich weiß, da liegen nur 7 Schuss drin, aber ist doch egal. So, 5.000, da werde ich jetzt eh nichts mehr mitreißen können. Ich hau ab. So, jetzt hole ich noch schnell die Muni. Da hinten steht er da, hinten am Spiegel. Bin mir nicht sicher. Man kann es teilweise auch gar nicht erkennen. Doch, da steht er ja. Er steht direkt vorm Spiegel. Oh Mann. Verstand verloren. Ah, ich bin schon echt gespannt hier. Ich weiß, ich ziehe das jetzt echt fies in die Länge gerade. Es tut mir leid. Aber die Vorbereitung muss sein. So, nimm mit. Wunderbar. 40 Schuss. Na, wenn das mal nix ist. Stopp. Hier lang. 10 Minuten jetzt allein hier aufgehalten, aber was soll's. Ich bin schon wieder... Hey, wie ich es jetzt doch immer wieder schaffe, mich hier noch zu verlatschen. Das ist fantastisch. So. Diesmal speichere ich von der Seite. Diesmal mache ich einen neuen Speicherstand. Drückt mir die Daumen, dass wir das schaffen. Gespeichert.
So. So, Leslie. Ich erwarte ja noch einiges Storytechnisches hier von dir, vor allem. Leslie! Verstand verloren. Okay. Verstand verloren. Sehr geil, wie sich hier Realität und Fiktion gerade pulsierend verändern. Das ist gerade sehr interessant. Kann man da vielleicht noch was erkennen, wenn man jetzt das ausnutzt? Nee, okay, die Zellen bleiben gleich. Cool, cool, cool. Okay, dann gehe ich mal weiter. Das wird immer heftiger. Ist da jemand noch wieder drin? Nee. Verstand verloren. Auch nicht. Verstand verloren. Leslie. Verstand verloren. Hier lang. Okay, Leslie. Jetzt sind wir anscheinend komplett konvertiert. Also das Zimmer. Das bleibt immer hässlich. Ist ja auch meins, von daher. Komme ich nicht mehr zurück, oder? Okay. Okay. Da steht er. Wo führst du mich hin? Hey, warte! Schauen wir jetzt erstmal um, vielleicht patscht er mir gleich die Tür zu, aber gut, ich wüsste nicht, was es hier geben sollte. Für mich hier ist nichts. Na gut, weiter. Leslie? Okay, alles klar. Mal wieder das große Untersuchungszimmer, ha? Ein weiteres Mal werden wir diese Tür öffnen. Nur diesmal Water PPL. Schon mal ein bisschen durchlunzen. Mann, Mann, Mann. Was geht hier ab? Außer Wasser. Wie auch jetzt alles so... Ich habe es ja schon mal erwähnt, wo wir an dieser einen Stelle waren, so natürlich und real wirkt. Allein wegen der Farbgebung und dem fehlenden Blut und so. Aber gut, letzteres kann ja noch nachkommen. Gucken, wie lange das hier hält. Okay. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Ja, das frage ich mich auch schon seit einigen Minuten. Es wird spannend. Da steht er. Ich kann nur in diesem Tempo laufen. Okay, ich sollte mich vielleicht beeilen. Hier geht alles in die Brüche. Das werde ich auch noch. Ach, so eine angenehme Dusche. Doch auch mal was Gutes, hey. Leslie! Ja, das ist... Man spürt förmlich, wie hier der Spannungsbogen überdimensional gespannt wird. Hier lang! Hier lang! Kann ja im Grunde nichts machen, außer ihm nachzulaufen. Aber es ist gerade sehr... spannend. Sollte ich vielleicht doch mal rennen? Ich renne mal ein Stück, oder? Leslie! Na, toll! Okay, dann renne ich vielleicht doch in die andere Richtung, oder was? Vielleicht auch nicht. Oha. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Ja. Was wir sowieso alle vermutet haben.
dass es hier, wo es angefangen hat, auch enden wird, werte Freunde. Damit beginnt Kapitel 15 erst so richtig. Na gut. Wieder in der Trümmerwelt. Auf, auf. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ich hoffe, der Weg ist jetzt nicht so ultra weit. Ich will sofort da rein. Wir hatten einen langen, beschwerlichen Weg. Und da steht Leslie. Okay, das ist gut. Es ist nur Leslie. Es gibt wohl keinen anderen Weg. Trotzdem hier noch ein paar Kisten und so. Die letzten Reserven, die ich vielleicht sammeln dürfte. Gel, okay. Ob mir Gel noch was bringen wird, das müsste ja bedeuten, dass ich doch nochmal in den Safe-Raum komme, wenn ich denn möchte. Darf, kann. Gut. Vielleicht erwartet uns in der Klinik ja doch noch so einen kleinen, ja, Erkundungstrip, bevor es dann ins Eingemachte geht. Sehr spannend gemacht, aber jetzt sind wir da. Wir werden die Tür gleich öffnen. Ich überprüfe nur noch mal die letzten Ecken. Zum Beispiel da hinten komme ich nicht hin. Okay. Auch mal wieder eine gute Musik gerade im Hintergrund. Na dann. Ich hab's gewusst. Ja, was hast du anderes erwartet? Ich meine, zwischendurch hat keiner aufgeräumt hier. Okay. Wir erinnern uns damals. Sah es hier genauso aus. Aber dann hat uns Ruvik überrascht. Jetzt dürfen wir vielleicht ein bisschen mehr wie auf den Monitor starren. Denn im Grunde haben wir uns ja hier nie wirklich umgucken dürfen. Alles tot hier. Grausam. Grausam zerfetzt. Ich bin mir gerade selbst nicht sicher, ob wir uns hier in der Realität befinden oder nicht. Gut, die Trümmerstadt, ob die wirklich echt ist, ich weiß ja nicht. Wir werden es bald erfahren. Hier arbeitet niemand mehr, aber ich sehe da ein Gel für mich. Mach mal Licht hier. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist doch mal nice. Die Gesundheit kann ich nicht aufnehmen. Das bedeutet für mich natürlich, ich werde mir eine gönnen. Wunderbar. Okay. Das braucht ihr ja alles nicht hier, ne? Ich nehme das mal an mich. Vielleicht nochmal ein bisschen Bilder gucken. Aber ziemlich... Was war... Ach, das war mein Schatten. Oh. Da erschrickt mich mein eigener Schatten. Okay, okay, ich gehe jetzt absichtlich erstmal ein bisschen darum, wo es, glaube ich, nicht zu diesem einen Monitorraum ging. Die Tür, okay, da komme ich nicht durch. Na gut, dann muss ich jetzt wohl da lang. Es sei denn, hier in der Mitte liegt noch irgendwas für mich, aber das bezweifle ich. Irgendjemand hat mal in Kapitel 1 gemeint, ich hätte hier was übersehen. Aber ob das jetzt noch da liegt oder ob ich es jetzt schon aufgesammelt habe, keine Ahnung. Was zum Lesen? Nee, ne? Vielleicht übersehe ich es gerade wieder. Vielleicht gibt es das nicht mehr. Ich weiß nicht mal, was ich übersehen habe. Ich habe ja eh so viel übersehen. Da habe ich keinen Überblick mehr. So, sollte die Tür nicht aufgehen? Ich dachte, eigentlich. Dann musst du mir jetzt da mal mitteilen, wo es jetzt weitergeht hier. Ist da noch was zum Lesen? Nee. Ich dachte jetzt, hier geht es weiter, weil... Kann man ja auch durchgucken und alles. Bist du sicher? Ja, es geht nicht, okay. Na gut, dann
Ja, gehen wir doch in die Ecke. Nee, Quatsch, das ist keine Ecke. Da bin ich ja immer noch hier. Und da geht's nicht durch. Da ist ja alles versperrt. Das habe ich auch schon probiert. Okay. Toll. Da hinten. Ah! Tür offen. Okay, okay. Vielleicht, ja. Vielleicht kam ich auch von da. Das könnte es sein. Das ist der Monitorraum. Genau. Hier ist es dann passiert. Da haben wir dann unser Bewusstsein verloren und dann ging die Albtraumwelt los. Ein weiteres Mal schaue ich auf den Monitor. Doch ich erkenne nichts. Ich erkenne nichts. Jetzt ab jetzt wohl neu, hä? Huh? Jetzt geht der Spaß los. Bin ja mal gespannt, ob wir noch Joseph wiedersehen werden. Kidman werden wir garantiert wiedersehen, da bin ich mir ganz sicher. Okay. Es geht runter. Oha. Noch nichts Außergewöhnliches hier gesehen bisher. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, ist es wohl tatsächlich so, dass der ganze Part daraus bestand, hier was aufzubauschen. Na, wenn das mal nicht Lust auf mehr macht. Und versprochen, ihr müsst nicht lange auf den nächsten Part warten. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Okay. Richtig spannend gerade. Ich will die Atmo mit viel Rumlabern auch jetzt gar nicht zerstören. Oh je, jetzt wird's wieder blutig. Ja, ich fürchte, du musst da runter. Oder gibt's da eine Leiter oder so? Ne, dann geh runter. Baden? Nee, nicht im Ernst, oder? Die Frage war Spaß, Sebastian. Du musst das nicht tun. Du kannst auch erstmal außen rumschlappen und dann reinhüpfen mit dem Körper. Oder Arschbombe. Wir könnten da rein. Wir könnten aber... Geht die Tür rein theoretisch offen? Ich will nicht durch. Ich will nur gucken. Okay, es kommt mal kein Blocksymbol. Dann könnten wir wohl hier durch. Dann machen wir das. Vielleicht finden wir noch was Tolles. Ein paar Gedärme oder so. Oh yeah. Wir haben was vermisst, oder? Okay, es bringt nichts. Es bringt nichts. Freunde, es tut mir leid, aber an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ja. Ich bat noch ein bisschen. Ich will noch ein bisschen das Gesicht waschen und so, ne? Und dann geht es weiter hier. Großes wird uns erwarten. Finalstimmung hier bei Let's Play The Evil Within.